Das Leben ist schön und meint es immer, immer, immer. Gut mit dir. Ihr Lieben, wir sind heute hierher gekommen und das ist der Coral Cove Beach. Und der ist wunderschön. Also es ist eine kleine Bucht, ganz ruhig, keine Leute hier. Naja, es hat ja auch vorhin geregnet, sind alle abgehauen. Aber es sieht richtig schön aus. Guckt euch das mal an. Ich drehe mich mal ein bisschen rum. So hübsch. So ruhig hier. Guckt euch das mal an. Wirklich ein Traum. Also wenn die Sonne scheint, dann ist das wirklich sehr, sehr, sehr schön hier. Hier sind ein paar Liegestühle und ein paar Schirme. Aber wie gesagt, hat ja geregnet vorhin, braucht man nicht. Das ist echt eine schöne Bucht. Also die ist ganz klein. Coral Cove Beach. Wenn ihr auf Koh Samui seid, schaut euch die Bucht an. Wirklich schön. Oh, am liebsten würde ich jetzt ins Wasser springen. Aber habe mein Bikini nicht mit. Na, nächstes Mal. Oh, ist das schön. Seht ihr die Palmen da überall hier? Oh, schön, 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 schön. Oh, paradiesisch schön. Ich gehe mit euch ein bisschen zum Wasser. Lasst uns mal das Wasser checken. Also es ist kein weißer Sandstrand wie beim Chaweng Beach. Es ist so bräunlich. Das Meer sehen, aber wunderschön das Meer, wunderschön, richtig, richtig schön. Leute, sieht das schön aus, ein Traum. Guckt euch das mal an. Oh, herrlich, oh, ich freue mich so. Wisst ihr, was ich immer mache, wenn ich am Strand bin? Dann suche ich mir einen Stein, so wie das hier. Und das nenne ich dann immer unser Dankbarkeitsstein. Und dann danke ich dem lieben Gott und Universum für was auch immer. Du kannst es dir aussuchen, wofür du danken möchtest. Und dann schmeißt du das ins Wasser. Also, machen wir zusammen, okay? Mein Dankbarkeitsstein ist drin. Wunderbar. Und ich guck mal, was genauso schön ist. Guck mal, da sind so Felsen. Große Felsen, kann man ein bisschen klettern. Echt hübsch. Wow, startet ein Flugzeug gerade. Schön. Leute, es ist so schön hier. Guck mal, und da oben sind so Hütten. Ich muss mich mal wieder umdrehen. Da oben sind so schöne Hütten, da ist ein Resort. Die kann man auch mieten. Warte. Da oben. Also da ist es bestimmt schön zu wohnen. Wunderhübsch. Leute, echt schön. Und dann zeige ich euch nochmal hier so ein, was sie hier aufgestellt haben, so ein, ja, wie heißt das? So ein Rahmen. Kann man Fotos machen. Ich zeige euch das mal. Warte mal, vielleicht sind wir da. Ich würde sagen, der Chaweng Beach hat zwar den weißen schönen Sandstrand und das Meer ist richtig, richtig blau. Das Meer ist hier wahrscheinlich auch genauso blau, wenn die Sonne scheint. Aber von der Natur her gesehen würde ich sagen, das ist der allerschönste Strand. Aber das ist ja immer so eine Ansichtssache, ne? Also ich liebe ja Natur. Die Bäume, das Grüne, alles. Und, oh, ist das herrlich schön. Guckt euch das an. Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Und das Meer. Guckt euch mal das Meer an. Ist so klar. Ja, jetzt ärgere ich mich, dass ich meinen Badeanzug nicht mit habe. Mein Bikini.
schleppe ich sonst überall und immer mit. Aber jetzt hat es geregnet und dann habe ich gedacht, nee, wir gehen gleich essen. Aber jetzt würde ich so gerne hier reinspringen. Toll, wunderschön. Guckt euch das an. Also, liebe Grüße aus Koh Samui, Coral Cove Beach. Kommt her, besucht es, genießt es. Denn das Leben ist viel zu kurz, um die Dinge nicht zu genießen und um die Welt sich nicht anzuschauen. Spart euer Geld, so wie ich es getan habe, und kommt nach Koh Samui und genießt das hier. Ist echt schön. So, ihr Lieben, noch ein Video aus dem schönen, wunderschönen Coral Cove Beach. Es ist so schön hier, ich mag gar nicht weggehen. Wir wollten zum Essen, aber ich kann mich nicht trennen. Es ist so, so, so schön hier. Und heute ist der letzte Tag auf Koh Samui. Morgen wollen wir nach Koh Phangan mit der Fähre fahren. Oh, es ist so herrlich schön hier, Leute. Ich gönne es euch im Herzen. Schaut euch die Palmen an. So hübsch, oh mein Gott. Ich möchte jetzt ins Wasser springen und ich habe mein Bikini nicht dabei. Es ist so schön. Guckt euch das mal an. Oh. Sonnenuntergang. Ich schicke euch die ganze Schönheit von Koh Samui aus dem Coral Cove Beach. Ich schicke euch gute Laune, Frieden, Liebe, alles was ihr braucht zum Leben. Ganz viel Liebe. Gesundheit und ganz viele Küsse. Muah. Hallo ihr Lieben! Viele liebe Grüße aus Thailand. Aus Koh Samui. Und wo stehe ich jetzt hier? Kann man das sehen? Nein, man kann es nicht sehen. Ich gehe mal näher dran. Wir sind hier in der Bambuba von dem netten, lieben Auswanderer Matthias Bück. Und da werden wir heute Abend speisen. So, ihr Lieben, hier sind wir in der Bambuba drin. Guck mal, da sind die Fotos, die ihr schon kennt aus dem Fernsehen, seine schönen Bilder. Ganz hübsch hier. Schöne Lampen, alles sehr sauber, ordentlich, wie sich das gehört in Deutschland, nicht wahr? Hier haben wir eine Katze, die kleine süße Katze, zeigen wir euch. Guck mal, Katze. Nein, hast du dich hingesetzt hier? Hier sitzt der Emilian. Ja, ist dir egal, ne? Hast du dich da hingesetzt, ne? Alles klar? Okay, dann warten wir noch ein bisschen auf unser Essen. Bis dann. Hallo, Hallo, Lieben. Liebe Grüße aus Thailand von Matthias.